So, wenn alle Platz genommen haben, dann begrüße ich Sie recht herzlich zur Pressekonferenz nach unserem Bundesligaspiel gegen den FSV Mainz. Hier oben begrüße ich die beiden Trainer, Sandro Schwarz und Julian Nagelsmann. Schwarz, ich würde Sie bitten, mit Ihrem Statement anzufangen. Ja, schönen guten Tag. Ich denke, dass wir eine erste Halbzeit gesehen haben, wo jetzt nicht viele Torchancen da waren. Hoffenheim so gut reingekommen ist nach der dritten Minute mit dem Pfostenschuss. Wir hatten dann die Kopfballchance mit Yoshi Muto, aber im Grunde genommen waren jetzt nicht viele Torchancen, wo wir hätten in Führung gehen können oder wo Hoffenheim hätte in Führung gehen können. Und dementsprechend ist es dann auch 1-1 reingegangen. Zweite Halbzeit war es so, dass Hoffenheim sehr gut rausgekommen ist aus der Halbzeitpause und viel Druck ausgeübt hat auch und auch dann Torchancen gehabt hat, sehr gute Angriffe gestartet haben über den Flügel und dann auch zu Recht in Führung gegangen sind mit dem 2-1 nach einer Standardsituation, dann das 3-1 und wir machen dann mit einer guten Reaktion, mit einer guten fußballerischen Aktion dann das 3-2 und hatten dann eigentlich das Gefühl gehabt, okay, jetzt könnte noch mal was gehen kurz vor Schluss und kriegen dann aber mit dem Freistoßtor das 4-2 und dann war der Deckel drauf und ich denke, dass wir im Grunde genommen eine ordentliche erste Halbzeit gespielt haben, was die Defensivhaltung angeht, was die Organisation angeht. Und die zweite Halbzeit dann weniger gut, gerade nach vorne im Spiel nach vorne, dass wir da zu wenig Ballbehauptung hatten, wo wir dann auch selbst hätten Druck ausüben können. Und dementsprechend ist es ärgerlich, aber eine verdiente Niederlage. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Dann Julian, bitte mit deinem Fazit. Ja, zur ersten Halbzeit oder eigentlich zum kompletten Spiel sehe ich es sehr ähnlich. Wir haben einen Tick stärker in der ersten, aber jetzt nicht so, dass wir außen mehr von dem Pfostenschuss und von der Latte, von dem Lattenkopfball und dem 1 gegen 1 aus dem Spitzenwinkel vom Serge noch große Chancen hatten. Trotzdem haben wir es ganz ordentlich gemacht. Dann hat man ab der 30. mal eine kurze Phase, wo Mainz einen Tick stärker war, wo wir uns ein bisschen die Butter vom Brot haben nehmen lassen. Da waren wir nicht so ganz gut drin. Da hat es ein bisschen zuvor das 1-0 gefehlt und dann das zweite Tor gefehlt, die klare Abschlusssituation. Und dann kam Mainz ein bisschen stärker ins Spiel, ohne dass große Chancen dann da waren. Ich glaube, der Kopfball von Muto, der kann reingehen. Wenn er 5 cm größer ist, geht er wahrscheinlich auch rein, hat einen bisschen besseren Winkel. Dann haben wir in der zweiten Halbzeit haben wir ein bisschen was justiert, haben ein paar Dinge angesprochen, dass wir, wenn wir so dominant auftreten und auch gut verteidigen, dass wir nicht 5-6 Minuten so verplätschern lassen wollen, sondern dass wir die 45 Minuten auf Vollgas nutzen. Das haben wir in der zweiten Halbzeit, glaube ich, sehr gut gemacht, hatten einen extremen Druck, haben auch viele, wenn auch nicht immer ganz klare Chancen rausgespielt. Aber ich habe unter der Woche schon gemerkt, dass die Jungs gierig waren auf Tore. Und das hat man dann, das Tor vom André war so ein bisschen symptomatisch, dass er das so lange stochert, bis er drin ist. Das war ein sehr wichtiges Tor. Dann das zweite Gegentor war natürlich unglücklich für uns, gut gespielt. Trotzdem rutscht das Serge natürlich am zweiten Pfosten aus und geht sehr unglücklich rein. Da wurde es noch ein bisschen spannend. Und dann, glaube ich, welche Lasten André dann noch mit seinem zweiten Tor von den Schultern gefallen ist, hat man gesehen. Und ich sehe es genauso. Es war am Ende ein verdienter Sieg. Und mich freut es extrem sowohl für Adam als auch für André, dass sie doppelt getroffen haben jeweils und wieder gut verteidigt haben, wie auch letzte Woche in Berlin schon. Ja, danke schön. Dann Ihre Fragen bitte und warten Sie bitte auf das Mikrofon, was von der Seite kommt. Fangen wir hier vorne in der ersten Reihe an, bitte, bei der Deutschen Presseagentur. Herr Schwarz, was macht Ihnen den Mut, dass vor allem spielerisch es noch besser wird? Ja, ich glaube, dass in der Situation, wo wir drinstecken, geht es in allererster Linie erstmal darum, Gegentore zu verhindern. Ich glaube, wenn du 2 Auswärtstore schießt, dann kann das auch ausreichen, um ein Spiel zu gewinnen. Also ich glaube, bevor wir uns damit beschäftigen sollten, mit dem Spiel nach vorne, das haben wir jetzt bis auf Leverkusen, Bayern jetzt, was die Bundesliga betrifft, wo wir keine Tore geschossen haben, waren wir immer in der Lage, Tore zu schießen. So. Es geht in allererster Linie darum, in unserer Situation, Abstiegskampf bedeutet dann auch, Tore zu verhindern, Standards zu verteidigen und darum geht's. Okay, dann gehen wir in die dritte Reihe zu Jan-Christian Müller von der Frankfurter Rundschau. Herr Schwarz, hat Ihnen vor diesem Hintergrund dann die Reaktion heute gereicht, Ihrer Mannschaft, oder nicht? Naja, gereicht hätte es mir dann, wenn wir gewonnen hätten. Trotz allem war es ein anderer Auftritt jetzt von dem Mittwochspiel, das muss man klar sagen. Also am Mittwoch hat es total beschissen angefühlt, die Art und Weise, wie wir gespielt haben, die Art und Weise dann auch, wie wir die Tore hergeschenkt haben. So. Und das, natürlich war das heute dann auch eine Qualität auch von Hoffenheim, das darf man nicht vergessen. Fühlt sich das anders an heute, diese Niederlage. Und trotz allem wissen wir, dass wir mit 4 Gegentoren nicht so häufig Spiele gewinnen werden oder einen Punkt holen werden. So, und das wird der Schlüssel sein, einfach für die nächsten Wochen das
zu verhindern. Und dann bin ich mir relativ sicher, dann auch, dass wir dann auch Spiele gewinnen werden. Weitere Fragen? Gehen wir hier vorne in die erste Reihe zu Herrn Fürst. Herr Nagelsmann, die letzten 5 Tore waren jetzt Stürmertore. Würden Sie die kleine Offensivkrise, die es ja gab, für beendet erklären? Ja, die Offensivkrise immer nur Stürmern zuzuschreiben, das ist obliegt der Presse. Als Trainer muss man da die ganze Mannschaft mit reinnehmen. Ich habe schon oft erwähnt, dass uns oft so mittels Anschlussverhalten oder auch die Gier aus dem Mittelfeld in die Box das Leben selber schwer gemacht hat, auf ein 2. Tor häufig in den Spielen. Und es ist immer so, je mehr Spieler in der Box sind, desto mehr Spieler muss der Gegner auch verteidigen und desto mehr Räume kreiere ich für irgendeinen anderen Spieler. Und wenn halt die Achter, wie heute Nadim oder Dennis, häufig auch mit in der gegnerischen 16er sind, dann bekommen Adam oder andere auch mehr Freiräume, als wenn wir immer nur einfach oder zweifach die Box besetzen. Und das haben wir die Woche viel trainiert und hat sich auch abgezeichnet, haben sie diese Woche gut gemacht. Und der Stammtischspruch, wie man trainiert, so spielt man auch, hat sich dann Gott sei Dank bewahrheitet. Gibt es weitere Fragen? Hier vorne in der ersten Reihe, Herr Bauer, bitte. Herr Schwarz, im Abstiegskampf braucht die Mannschaft die Fans. Nach dem Spiel haben sie den Gang in die Kurve verweigert, wurde auch ausgepfiffen. Möchten Sie da was dazu sagen? Ja, weil ich natürlich auch weiß, als Spieler, wie sich Abstiegskämpfe anfühlen bei Mainz 05. Und ich glaube, dass es, was am Mittwoch passiert ist, in Frankfurt, das habe ich schon am Freitag in der Pressekonferenz schon gesagt, da habe ich vollstes Verständnis dafür, dass man dann auch mal ausgepfiffen wird und dann auch mal nicht dann bejubelnd empfangen wird nach dem Spiel in Frankfurt. Und ich finde, heute ist es dann eine Situation, wenn wir das 3-2 machen, dass es dann natürlich wir uns gewünscht hätten, dass wir dann auch mal eine Energie haben von allen Beteiligten. Und uns muss allen klar sein, Abstiegskampf bedeutet auch in Mainz, dass es nichts Außergewöhnliches. Und es geht nur gemeinsam. Es geht auch in Vorleistung zu treten, wir als Mannschaft auf dem Platz. Das gehört dazu, da sind wir in der Verantwortung. Und aber auch, dass wir eine Grundstimmung haben. Und das ist nicht nur seit 3 Tagen so. Das ist ja schon länger so bei uns. Dass wir eine Grundstimmung haben bei uns im Verein, dass es normal ist, wo wir uns befinden. Und wir hätten auch gerne eine außergewöhnliche Saison, aber dass es normal ist, wo wir uns befinden und die Möglichkeit haben, die Chance haben, am 12. Mai im Heimspiel gegen Bremen die Dinge zu regeln. Oder eine Woche später in Relegationsspielen. Darum geht's. Und für mich ist das einfach ein neues Gefühl, muss ich sagen, weil ich das aus meiner Spielerzeit in Mainz nicht so kenne. Und wir müssen einfach schleunigst da wieder hinkommen. Das ist meine tiefe Überzeugung, unabhängig davon, von Person oder sonst. Aber es ist meine tiefe Überzeugung, wenn du in so einem Club wie Mainz eine Stimmung erzeugst, dann wirst du die Dinge auch regeln können. Und die Möglichkeit haben wir. Es ist nicht so, dass wir 8 Punkte Rückstand haben und wir denken, oh, jetzt müsste, keine Ahnung, was alles passieren, um den Klassenerhalt zu schaffen. Wir haben die Möglichkeit. Wir haben nächste Woche die Möglichkeit, in Berlin wieder eine Antwort zu geben auf das, was wir heute nicht gut gemacht haben. Und das sollten wir alle sehen. Das ist meine Meinung dazu. Gibt es noch Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann doch, hier vorne. Was haben die Fans denn gemacht, dass ihr nicht hin seid? Wissen doch alle, oder? Soll ich jetzt hier sitzen und sagen, was da gemacht haben? Ne, also, ist nicht meine Aufgabe. Scheint es gewesen zu sein. Dann bedanken wir uns bei Ihnen für Ihr Kommen, wünschen unseren Gästen guten Nachhauseweg und wir sehen uns hier wieder am 24. Februar gegen SC Freiburg. Danke.